Captain Blaskovich. Ich weiß viel über Sie. Wir haben denselben Namen. Sie und ich. Wilhelm. William. In Amerika nennt man mich Deathhead. Gefällt mir nicht. Ich bin ein glücklicher Mann. Schauen Sie her. Es klingt so negativ. Sagen Sie es richtig. Einmal sagen Sie es korrekt. Totenkopf. Captain, bei uns sieht es übel aus. Überraschungsangriff. Konnten Sie nicht abwehren. Alle sind weg. Ich habe das tragbare Funkgerät. Sie sind hier drin. Und jetzt in den Wagen. Wir müssen fahren. Wir stecken ordentlich in der Scheiße, Johnny Cowboy. Hoffentlich kommen wir noch rechtzeitig nach Hause. Berlin. Bitte kommen, Berlin. Wie ist Ihr Status? Sieht übel aus, Captain. Halten noch durch, aber nicht mehr lange. Totenkopfsleute sind überall. Ihre alte Freundin Frau Engel befehligt den Angriff. Totenkopf muss sie für ihre Taten im Lager befördert haben. Caroline und ich. Wir verstecken uns im Hubschrauberhangar. Sitzen hier fest. Vollständig umzingelt. Hier geht's drunter und drüber. Hab die anderen verloren. Sind entweder tot oder verstecken sich. Sie werden uns alle finden. Ist nur eine Frage der Zeit. Anja. Shit! Max! Ach so, Klaus. Ja, das ist natürlich jetzt ärgerlich. Das, Max, wir müssen... Max, wir... Max, wir... Max, wir müssen... Max! Du, ich will jetzt... Ich will jetzt nicht wirklich stören, aber... Ja, auch jetzt muss. Ah, shit, gleich tot, gleich tot, gleich tot, gleich tot, gleich tot. Nein, 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 nein. Max. Wir können hier nicht bleiben. Kann ich hier durch? Nein. Max, wir müssen. Du musst echt dringend hier weg. Max. Ach so. Ja, komm. Oh, what? Hier. Ah. Herr, sind Sie das? Schießen wir etwa auf Sie? Ich muss Ihnen was sagen. Frau Engel, sie hat Anja mitgenommen. Und Seth und Bombarte. Sie werden alle zur Totenkopfbasis gebracht. Verfluchte Scheiße. Also, Captain, wir haben noch einen Hubschrauber im Hangar. Hangar, Hangar, Hangar. Wo bin ich jetzt gerade? Hier. Hangar war hier. Oh, shit. Anderen Weg zum Hangar. Ach du Scheiße. Oh nein. Ich bin gleich tot, ich bin gleich tot, ich bin gleich tot. Nein! Ah, oh, das sind zwei davon. Die sind echt eine harte Nuss, Leute. Boah, diese Musik ist so unglaublich cool. Die passt so geil. Ich überlege gerade, ob ich noch ein bisschen lauter mache. Und wenn geschossen wird, muss ich immer eh nicht meine Scheißstimme hören.
Lass uns das mal machen. Jetzt ist es mal richtig emotional, Alter. Sowas. Okay. Die muss ich alle aufschlitzen. Die muss ich alle aufschlitzen. Wer ist da drin? Okay, hier haben wir alles. Hier kommen wir her. Hier haben wir noch Zeug. Hier werden wir gleich erschreckt, wenn wir hier runtergehen. Hier haben wir auch alles. Es brennt. Okay. Ich hoffe, das hat jetzt irgendwas gemacht. Oh shit! Mach doch einfach nichts aus! Okay. Haben wir. Hier ist richtig viel Zeug. Goldener Schuhlöffel. Oh nein, die beiden, das diese Pärchen. Oh, noch so ein Viech, ey. Ah. Leben haben wir 80, keine Rüstung. Ein bisschen hier mitnehmen. Das ist hier oben nichts. Hier, Albtraum ist weg anscheinend. Nehme ich an. Ja. Hier. Oh, ah, ja. Ey, wisst ihr noch, als ich gesagt habe, die werden hier irgendwann angreifen, da muss man hier die Kette wegnehmen. Oh mein Gott, oh mein Gott! Ich wusste es! Ich wusste es fucking nochmal! Geil. Hey, Jay! Hab sie kommen hören, Mann. Bin echt richtig froh, sie wiederzusehen. Blonder Patrioten, Marine, Mann. Sie sind echt der einzige Gitarrenspieler, den ich kenne, Mann. Ich muss weiter. Wild und Caroline finden. Wollen sie nicht mitkommen? Ich fühle mich hier wohl. Ziemlich in die Enge getrieben. Danke fürs Angebot, aber ich bin schon mein ganzes Leben auf der Flucht. Hab die Stille echt satt. Schon klar, wenn ich tot bin, ist es bis zum Ende der Zeit still, aber dieser Moment, genau jetzt, wird dafür mächtig laut. Krass. Spielt er mal eben. Also, ist natürlich ein bisschen patriotisch und so. Hey, Cap. Bla bla, aber fand ich geil. Das einer der Abwassertunnel zum Hangar führt. Ja, ziemlich sicher. Dachte, Sie sollten das wissen. Oh, shit. Okay, die Nummer ist mir jetzt eigentlich ein bisschen zu heiß, ne? Okay, warte mal. Hier haben wir eine Raketen, ne? Zwei Schuss? Weil ich auf den Kopf getroffen habe wahrscheinlich. Ey, geil! Ich hab ihn! Oh oh. Shit! Wieso muss ich jetzt plötzlich nachladen?
mir deine Waffe, Digga. So, und jetzt sollten wir auch den da unten eigentlich relativ problemlos knacken. Oh. Haben wir. Sehr gut. Ist der jetzt bitte tot? Komm mal. Sehr schön. Okay, hier noch ein bisschen Munition mitgenommen. Das muss eigentlich reichen. Was müssen wir hier machen? Warte mal, kommen wir hierher? Nee, ne? Da ist noch mehr Zeug. Warte mal. Ich muss... Oh, shit. Ich glaube, das war ein Fehler. Kommen wir hier raus? Ja, ja, ja. Komm, nicht glitschen. Okay, jetzt haben wir eigentlich genug Zeug. Und müssen anscheinend hier lang. Komm, 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 komm. Okay. Puh. Puh. Anja, ich komm dich retten. Anja, halte durch. Oh, 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 oh. Willkommen zurück in Berlin, Lesbos. Oh mein Gott! Pass auf, dass unser Hubschrauber nicht geklaut wird. Vielleicht können Sie was gegen die Angreifer unternehmen. Und passen Sie auf Wyatt auf, bitte. Er hat keine Munition mehr und kann sich nicht verteidigen. Amen. Alter! Was ist denn da los? Und sie kann plötzlich laufen und alles. Cool! Oh oh. Oh oh. Oh oh. Alter. Kann man das Ding überhaupt kaputt machen? Oh. Herzlichen Dank. Ich komme jetzt raus. Ja, wo bist du denn? Wir grinsen. Okay. Komm. Max! Max! Ja. Du bist ein Junge. Weißt du das? So ein guter Junge. Und jetzt bist du auf dich allein gestellt. Hab keine Angst. Wir sind alle allein. Immer. Auch wenn es nicht so aussieht. Jetzt musst du aufhören zu weinen und anfangen zu kämpfen. Ich wünschte, du könntest sie sehen. Die Kraft und die Stärke in dir. Es ist grausam, so zu träumen und dann in der Wirklichkeit aufzuwachen. Manchmal muss man sich wirklich daran erinnern, wofür man eigentlich kämpft. Es ist soweit. Nach dem, was wir über Totenkopfs Basis wissen, werden die Gefangenen in den unteren Etagen bei den Versuchslabors festgehalten. Der richtige Moment ist dabei entscheidend. Wir haben jetzt die Entschlüsselungscodes.
Wir nähern uns unter Wasser, tauchen erst kurz vor der Basis auf. Sie zerstören die Außenmauer mit der Kanone und dringen in die Basis ein, so schnell wie sie nur können. Nun, sie werden das Feuer erwidern, deshalb müssen wir schnell abtauchen, um größere Schäden zu vermeiden. Dann bringen wir das Boot auf sichere Entfernung. Wenn Sie drin sind, dringen Sie in die unteren Stockwerke vor. Befreien Sie die Gefangenen, wir schicken den Hubschrauber rein. Sind alle dann sicher in der Luft, machen wir die Sprengköpfe scharf. Zünden die Atombomben, ebnen alles ein. Wegen Totenkopf vom Erdboden. Passen Sie auf sich auf. Wir sehen uns auf der anderen Seite, Captain. Max Haas! Alles klar, also ich würde mal sagen, das hatte gerade gar nichts zu tun mit irgendwie Ende des Spiels. Das heißt, es geht jetzt nochmal richtig los. Das heißt aber auch, dass das Ganze erst ab der nächsten Folge passiert. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Das war euer Fischkopf, bis dann und tschüss!